Hallo und seid ganz herzlich willkommen zurück zu einer weiteren kleinen Runde Geheimakte 2, Puritas Cordis. Das letzte Mal waren wir hier auf der Brücke stehen geblieben, wo wir festgestellt haben, hey, auf der Seite hier pisst es, auf der nicht. Und der feine Straßenkehrer möchte nicht nass werden. Wäre er nass, würde er aber auf dieser Seite hier kehren, weil er dann einmal nass ist. Das heißt, wir müssen ihn irgendwie nass machen, damit er hier kehrt. Tolle Ausgangslage, ne? Im Gegensatz zur rechten Brückenhälfte ist diese völlig verdreckt. Dazu fehlt mir die entsprechende Ausrüstung. Ich sollte lieber mal versuchen, den Straßenfeger dazu zu bringen, hier zu kehren. Okay. Kann man hier schon direkt weitergehen? Nope. Dann muss man das über unser nettes Stadtkartenmenü machen. Wir gehen als nächstes zur Metrostation. Wo es nicht ganz so schlimm aussieht wie auf der Brücke. Und gucken uns mal die Situation an. Wer so lecker aussieht, bei dem sind die inneren Werte völlig nebensächlich. Ja, Nina, toll. Einen schönen guten Morgen wünsche ich. Buongiorno, Signorina. Darf ich mich vorstellen? Alessandro Rossi. Nina Kalenko, sehr erfreut. Was macht ein gut aussehender Italiener an einer Straßenkreuzung in Paris? Ich warte auf den Bus. Oh, Sie haben gar kein Auto. Doch, natürlich. Steht da drüben. Der rote Sportwagen? Ja, beeindruckt. Ein bisschen schon. Und warum warten Sie dann auf den Bus? Ich soll ja ein paar Freunde treffen, die mit ihrem Kleinbus unterwegs sind. Sie kennen sich in Paris nicht aus und wir wollen dann von hier aus zusammen weiterfahren. Und da die Ausschilderung ziemlich mies ist, biegen die meisten an dieser Stelle falsch ab. Warum begleiten Sie uns nicht? In meinem Sportwagen ist ein Plätzchen frei. Ja, warum nicht? Ach nein, geht leider nicht. Ich habe noch ein paar wichtige Dinge zu erledigen. Schade. Aber wenn Sie es sich anders überlegen sollten, ich bin noch ein paar Minuten hier. Sagen Sie einfach Bescheid. Sie würden sonst bestimmt was verpassen. Ja, sicher. Die Frage mag zwar seltsam klingen, aber Ihnen ist nicht zufällig ein blauer Stein aufgefallen, der in einem der umliegenden Gebäude verbaut wurde? Die Frage klingt wirklich seltsam. Aber selbst wenn hier irgendwo ein blauer Stein wäre, so würde er mir vermutlich nicht auffallen. Habe ich mir beinahe gedacht. Toll, was eine Pfeife. Ich bin mal kurz weg. Schade. Jo, Auto. Ein schnittiger italienischer Sportwagen. Auf der Motorhaube ist ein hübsches Pferd und ein weniger hübscher Kratzer. Der Wagen ist durch eine Alarmanlage gesichert, die bestimmt schon bei der kleinsten Berührung losgeht. Und da ich die einzige bin, die sich hier aufhält, könnte der Verdacht unter Umständen auf mich fallen. Das wäre ja zu blöd. Gehen wir mal hier rein. Ich finde es schon irgendwie süß, wie das hier so ist. Da ist kein Wasser drin. Ja. Ein Teddy. Ich mag Teddys ja eigentlich, aber der hier guckt wirklich schon sehr fies. Außerdem stinkt er wie ein Iltis. Mitnehmen? Ich weiß nicht mehr, wofür wir den brauchen. Schon beeindruckend, wie sich die Natur ihren Lebensraum zurückerobert. Decke. Die Decke ist angestrichen. Es lässt sich leider nicht erkennen, ob da einer der gesuchten blauen Steine drin verbaut ist. Vielleicht lässt sich die schon fast abbröckelnde Farbe irgendwie von der Decke entfernen. Da komme ich nicht ran. Gut. Da wird schon lange nichts mehr verkauft. Ein Schild. Auf dem Schild steht Aushilfe gesucht. Mitnehmen. Ich steck das Schild mal ein. Wenn sich dieses Spiel nicht vernünftig verkauft, dann habe ich hier vielleicht immer noch eine Jobalternative. Hier in Geheimakte 2 und Tunguska finde ich diese Anspielungen immer ganz witzig. Ansonsten wirken die halt ziemlich gezwungen. Ich möchte lieber gar nicht wissen, wie alt die Kaugummis sind. Zumindest muss man schon mit Eurocent bezahlen. Wenigstens etwas. Na klar, Geld regiert die Welt und umsonst ist der Tod. Auch wenn es in diesem Fall nur einer 10-Cent-Münze bedarf. Ja, blöd, dass wir nur eine 5-Cent-Münze haben. Damit kommen wir hier nicht weiter. Ein schon leicht zerfledderter Regenschirm mit scharfer Spitze. Vielleicht kann man ihn zumindest noch als Wanderstock verwenden. Dafür werden wir ihn leider nicht verwenden, sondern zu anderen Zwecken. In dem Kasten befindet sich auch der Schalter für den Brunnen. Ich schalte den Brunnen mal an. Glück nur, dass kein Wasser drin ist, wie es scheint. Passiert nichts.
Ohne Wasser ist das aber auch nicht sonderlich überraschend. Ich schalte den Brunnen besser mal wieder aus. Heißt, wir müssen den Brunnen irgendwie mit Wasser befüllen. Fragt mich gerade nicht wie, ich weiß gerade nicht wie. Fenster und Uhrwerk. Guck erst das Uhrwerk an. Das Uhrwerk gehört zu der Uhr, die draußen an der Metrostation hängt. Ich werde mal versuchen, die Uhr wieder in Gang zu bringen. Der Mechanismus scheint nicht mehr richtig zu funktionieren. Vermutlich wird sie gleich wieder stehen bleiben. Ja, dann gucken wir mal aus dem Fenster. Und können hier die Katze rausstellen. Gar keine so schlechte Idee. Ich lege die Kerze auf den Minutenzeiger und ziehe die Uhr auf. Wenn der Zeiger dann weiter wandert, rutscht die Kerze irgendwann vom Zeiger runter, fällt auf den Wagen und löst so die Alarmanlage aus. Ich muss nur sicherstellen, dass ich mir währenddessen ein Alibi besorge. Jo. Das heißt, wir ziehen das Uhrwerk auf. Ein teuflischer Plan, der mich vermutlich viele Sympathien kosten dürfte. Wäre das hier ein Computerspiel, würde man es vermutlich als gewaltverherrlichend einstufen und auf den Index setzen. Aber leider ist das hier kein Spiel, sondern bitterer Ernst und ich muss die Welt retten. Und für Weltenretter gelten nun mal andere Gesetze. Also, auf geht's. Oder wie Max halt sagte, gleich wird es hier zu einem Ego-Shooter. Hallo, Sie warten noch immer? Ja, hoffentlich haben sich meine Freunde nicht verfahren. Was? Das ist doch... Mein Auto! Halt! Wartet! Ihr fahrt in die falsche Richtung! Ihr müsst doch hier abbiegen! Halt! Na, so ein Mist! Jetzt bin ich komplett durchnässt. Das nennt man dann wohl Kettenreaktion. Es ist eine Katastrophe. Wie mein ganzes Leben. Eine einzige Katastrophe. So schlimm, dass Sie Ihre Freunde verpasst haben? Meinen Sie nicht, dass Sie den Weg trotzdem finden werden? Ja, vielleicht. Aber es geht ums Prinzip. Mir will einfach nichts gelingen. Alles geht schief. Ach, Kopf hoch. Es kommen auch wieder bessere Tage. Darauf warte ich schon seit Jahren. Entschuldigen Sie mich bitte. Ich brauche mal ein paar Minuten für mich. Und der ist ja völlig fertig mit den Nerven. Ich sollte ihm folgen und aufpassen, dass er keine Dummheiten macht. Schließlich bin ich ja nicht ganz unschuldig an seiner Stimmung. Puh, ich dachte schon, er will sich was antun. Ja, er säuft sich gleich hier im Fluss. Aber um ihn wollen wir uns jetzt erstmal nicht kümmern. Wir gehen nämlich zur Metro zurück und packen die Kerze wieder ein. Ich glaube, die brauchen wir nachher nochmal. Und dann gehen wir wieder zurück zur Brücke. Oh, wie es scheint, kann der Straßenkehrer ja doch schnell arbeiten. Die ganze Brücke glänzt wie neu. Nein. Tja, der Bus, auf den Herr Rossi gewartet hat, ist hier falsch abgebogen, durch die Pfütze gefahren und hat damit den Straßenfeger komplett durchnässt. So gab es für den keinen Grund mehr, nicht auf der verregneten Brückenseite zu fegen. Man muss das Leben nur verstehen, dann ist es eigentlich ganz einfach. Und da ist auch einer der gesuchten Steine. Dies ist einer der gesuchten Steine, die aus dem Mosaik in der Kirchenruine stammen. Darauf ist ein stilisierter Bauer abgebildet. Den stecken wir mal ein. Der Stein sitzt ziemlich fest. Den bekomme ich so nicht raus. Haben wir vielleicht ein Hilfsmittel, um den Stein da rauszupolken? Mit der Spitze kann ich vielleicht den Sand drumherum ein bisschen wegkratzen. Und jetzt den Schirm als Hebel einsetzen. Dieser Stein ist mein. Tada! So, als nächstes wird uns hier eben schön angezeigt, dass wir einen blauen Stein haben. Gehen wir in den Park. Gucken uns die Zeitung an. Die Zeitung von gestern. Wird zu unserer Zeitung von heute. Und reden mal mit dem armen Tropf. Der sieht ziemlich niedergeschlagen aus. Hallo, wieder alles in Ordnung? Ich mache mir echt Sorgen um Sie. Oh, hallo. Ja, ist nicht mein Tag heute. Erst zerkratze ich mir mein Auto und dann verpasse ich auch noch meine Verabredung, die jetzt vermutlich irgendwo auf dem Weg Richtung Spanien ist. Oh, ich fürchte, dass ich zumindest für die verpasste Verabredung verantwortlich bin. Kann ich irgendwas für Sie tun? Irgendwas, das Ihre Laune wieder etwas aufbessert? Nett gemeint, aber ich laufe schon seit Jahren meinem Glück hinterher. Es ist einfach schneller als ich.
Man kann das Schicksal nun mal nicht ändern. Der arme Kerl ist ja fix und fertig. Nina, du musst dir dringend was einfallen lassen, sonst kriegst du bald nur noch Angebote als Filmbösewicht. Wenn ich jetzt gehe und verspreche, bald wiederzukommen, versprechen Sie mir dann auch, keine Dummheiten zu machen? Klar, schon aus purem Mangel an Energie. Ich weiß auch, wie man ihn aufmuntert. Nur dazu kommen wir gleich. Erstmal gucken wir in den Brunnen. Hübsch. Derzeit keinerlei Badebedarf vorhanden. Schade. Dann gucken wir die Statue an. Ich habe keine Ahnung, wen diese Statue darstellen soll. Und eine Plakette mit näheren Hinweisen ist nirgendwo zu sehen. Ist mir ein Rätsel, wie sich die Statue auf irgendeine Art und Weise manipulieren lassen soll. Ja, dann gehen wir mal hier nach links weiter. Und klauen uns den Tennisball. Ein Tennisball. Ja, das hast du richtig erkannt, Nina. Und ein Reifen. Da treibt ein Hula-Hoop-Reifen auf dem Wasser. Den nehmen wir mit. Und hier ist eine Schnapsflasche. Einige leere Flaschen und eine Buddel voll Rum. Ich soll einen Klochar bestehlen? Solange er noch Verwendung dafür hat, werde ich sie ihm bestimmt nicht wegnehmen. Na gut, dann reden wir mal mit ihm. Müffelt etwas, aber scheint ein netter Kerl zu sein. Wenn ich nur wüsste, warum er mir so bekannt vorkommt. Ja, der riecht schon wie tot, ne? Zum Glück ist er nicht tot. Hallo, da sind Sie ja wieder. Wollten Sie mich mal zu Hause besuchen? Sie wohnen hier? Naja, es ist nicht das Ritz, aber zumindest hat man hier seine Ruhe. Wenn nicht gerade mal wieder so ein jammernder Zeitgenosse vorbeikommt. Was ist los mit dem armen Kerl? Er hat den Bus verpasst. Tragisch, wirklich tragisch. Sie trinken ganz schön viel. Ja, ich weiß. Aber ich gehe mal davon aus, dass Sie noch nie auf der Straße gelebt haben, oder? Nein, nicht wirklich. Es ist eine ganz einfache Entscheidung. Feste Nahrung bringt natürlich deutlich mehr Energie. Aber Energie wofür? Niemand wartet darauf, dass ich genug Energie habe, um mein Haus zu bauen oder mein Auto zu reparieren. Und einen Job habe ich auch nicht. Ich brauche also nicht wirklich Energie für irgendwas. Was ich hingegen ganz dringend brauche, ist eine Möglichkeit, diesen Mist hier zumindest kurzzeitig zu vergessen. Und ich brauche etwas, das mich in kalten Nächten warm hält. Ich verstehe. Nein, tun Sie nicht. Aber das mache ich Ihnen auch gar nicht zum Vorwurf. Ist nun mal schwer nachvollziehbar für jemanden, der noch nie in einer solchen Lage war. Wollen Sie nicht zumindest mal versuchen, aus diesem Kreislauf rauszukommen? Und wie? Zum Beispiel, indem Sie mit dem Trinken aufhören. Ich könnte mal schauen, ob ich Ihnen was Essbares organisieren kann. Habe ich schon versucht. Aber der Mensch füttert nun mal lieber Tauben als seinesgleichen. Klingt ein bisschen nach böse Welt und keiner hat mich lieb. Wenn ich Ihnen was zu essen besorge, würden Sie dann mit dem Trinken aufhören? Ich könnte mein Geld dann in einen Schlafplatz investieren. Abgemacht. Sie wissen nicht zufällig, wann der Zoo aufmacht, oder? Eigentlich müsste er jetzt aufmachen. Gut, dann werde ich da gleich mal vorbeischauen. Diese Information ist wichtig, denn im Zoo geht's tatsächlich weiter. Der Brunnen da drüben. Lassen Sie mich raten. Sie haben Geld reingeschmissen und hoffen jetzt darauf, dass alles besser wird. Nein, wieso sollte ich? Oh, ich dachte nur, weil das früher bei Touristen sehr beliebt war. Geld in den Brunnen zu werfen? Ja, man sagt, er habe magische Kräfte. Das sagt man auch von einigen hochprozentigen Getränken. Ja, aber glauben Sie mir, auch das stimmt nicht. Na, Sie müssen es ja wissen. Und warum schmeißen die Leute jetzt kein Geld mehr rein? Vermutlich haben sie den Glauben an die Existenz von Wundern verloren. Also muss auch ich meine Hoffnung auf ein Wunder begraben? Probieren geht über Studieren. Und wenn Sie zu viel Geld haben... Dann werde ich an Sie denken. Versprochen. Danke. Süß irgendwie. Ich gehe dann mal wieder. Kann ich jetzt schon die 5 Cent da reinkloppen? Ich muss zugeben, als ich damals in Rom war, habe ich auch ein paar Cent in den Trevi-Brunnen gekloppt. Vielleicht ist es ja tatsächlich ein Wunschbrunnen. Aber für die Wünsche, die ich derzeit habe, müsste ich vermutlich einen ganzen Geldtransporter in den Brunnen werfen. Okay. Ja, ich weiß sogar nicht mal mehr, was ich mir damals gewünscht habe. Wäre jetzt tatsächlich interessant zu wissen, finde ich.
Gehen wir in den Zoo? Der Zoo? Bin mal gespannt, auf welche exotischen, wilden und gefährlichen Kreaturen ich hier treffen werde. Und auf die Tiere bin ich natürlich auch gespannt. Na, Nina. Wie witzig. Ja. Den Zoo und die wilden Kreaturen und die Tiere werden wir aber erst in der nächsten Aufnahme bestaunen. Denn diese hier ist schon wieder vorbei. Ich bin langsam auch tatsächlich müde, denn es ist schon wieder um eins. Ja. Deswegen verabschiede ich mich an dieser Stelle von euch. Bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Wünsche noch einen wunderschönen Tag. Bis dann und ciao, ciao.